Einen wunderschönen guten Tag, Couchos. Nächste Folge Alex. Und ja, wie beim letzten Mal angekündigt, mache ich einfach mal die Hauptmission weiter. Und die führt mich als erstes zu dem Converter hier. Jetzt porte ich mich da wieder hin, wo wir auch beim letzten Mal schon waren. Mehr davon. Oh. Alter, sie hält aber auch nichts aus. Aua, ich aber auch gerade nicht. Holy shit. Lass mich nicht noch einmal hängen, klar? Haben wir hier zufällig irgendwie Bett stehen? Nein, da habe ich schon reingeguckt. Da wollte ich auch gar nicht reingucken. Ich glaube, wir haben hier kein Bett stehen. Oder? Vielleicht hier drin? Kann ich hier rein? Ich kann hier rein. Da. Okay. Weil das Leben, was ich hier gerade verloren habe, ich kann hier aufstehen. Mein Charakter. Hallo. Alles klärchen. Spielstand laden. Ja. Genau nach meinem Geschmack. Ah ja. Gut, dass ich den Speicherpunkt laden konnte, obwohl das da irgendwie so halb kaputt. Moment, da liegt ein Flugblatt. Altes Flugblatt 2. So, ich bin gespannt. Ich habe zu Weihnachten eine neue Tastatur bekommen. Und mal gucken, wie es sich damit jetzt so spielt. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich sie angeschlossen habe. Weil die letzten Aufnahmen waren immer nach der Arbeit, beziehungsweise war, als ich an dem Wochenende nach Hause kam. Und ja, da war dann meistens noch nicht so die Zeit, irgendwie die Tastatur anzustöpseln, weil ich eben irgendwas anderes zu tun hatte. Beziehungsweise, ja, dann aufnehmen wollte und dann waren andere Aufnahmen und dann kam ich spät nach Hause, bla 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 bla. Und deswegen hatte ich jetzt endlich mal Zeit, die Tastatur hier anzuschließen. Und bin jetzt gespannt, wie gut ich mit der Tastatur zurechtkommen werde. Oh, hier ist eine Warenkiste. Warum ist hier eine Warenkiste? Hätte ich die... Nein, 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 ich... Drei Warenkisten, vier Warenkisten und das ist die fünfte. Okay, ich habe keine Ahnung, wofür ich die brauche. Ich habe irgendwie 200 XP dafür bekommen. Mehr weiß ich gerade nicht. Ich finde übrigens weiterhin die Rüstung optisch ziemlich geil. Oh, da kommt was. Ich frage mich ja, ob ich irgendwie für Nasty noch eine Quest bekomme. Weil Nasty hat halt einfach nichts drauf. Also Nasty ist so unglaublich schwach. Die fällt irgendwie nach zwei Schlägen um. Und ja. Das macht das Ganze ein bisschen anstrengend. Leider. Okay, das ist der Converter. Ich würde sagen, ich gucke mir davor mal eben kurz die Stadt hier hinten an. Der Eingang müsste ja auf der Seite hier sein eigentlich. Naja, bevor ich da reingehe, schweben wir mal da drüben in die Stadt rein. Da unten liegt eine Leiche und da unten sind irgendwie... Ja, einfache Gegner. Und hier habe ich den Sound, als würde es regnen. Warum auch immer. Moment, wenn ich hier drüber gehe, kannst du doch zu mir kommen. Ha!
Alter. Holy shit. Alter. Okay, mit denen lege ich mich nicht an, glaube ich. Jo, mit denen lege ich mich nicht an. Es gibt eindeutig noch Gegner hier, die um einige stärker sind als ich. Manche haben, machen echt gut Aua. Das ist echt krass. Dabei kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich noch so viel stärker werde. Ich meine, ich habe die eine Axt, die irgendwie 10 Schaden mehr macht, was jetzt weiß Gott nicht die Welt ist, 10 Schaden. Also 10 Schaden bleiben 10 Schaden, ja, und das ist auch schön und gut. Aber... Aua. Ich muss ihn finishen, ich habe kein Leben. Oh. Das war jetzt reine Dummheit. Das war jetzt wirklich reine Dummheit. Ich war zu stolz, mich gerade zu heilen. Und dachte mir, ja, komm, den bekommst du noch eben down. Hab dabei aber nicht aufgepasst, dass ich keine Ausdauer mehr habe. Und dadurch hat er mich dann fertig gemacht. Ja, okay. Komm schon zurück. Dass diese verschissenen Alps ihren Haufen auf unseren Boden legen, war ihr letzter Fehler. Aua. Die sind prinzipiell gar nicht so stark. Oder also beziehungsweise die halten nichts aus, die Dinger. Aber die machen halt Schaden ohne Ende. Verwundert mich ein wenig, dass der da mich nicht einfach angreift. Und der steht mit dem Kopf zu der steht mit dem Kopf zu mir. Wer kennt es nicht? Gegner stehen mit dem Kopf zu mir. Hier unten habe ich noch eine Leiche gesehen. Die interessiert mich mal eben. Lass sie jetzt, töte ihn an. Nessie macht keinen Schaden. Das macht mich echt fettig, ey. So. Ein toter Outlaw. Okay. Haben wir noch mehr Tote oder so? Nö. Ich dachte, da unten liegt eine Leiche. Eventuell könnte es sich ja irgendwie um irgendwie einen namhaften NPC handeln oder so. Aber nein. Und stinknormaler. Ich sehe nix. Wow, holy shit, ich habe mich gerade mega erschrocken. Weil ich den halt auch nicht gesehen habe gerade. Und dann kommt auf einmal Feuer vor mir, ey. Holy shit. Da unten sind noch Plasmazellen. Nachdem ich ja jetzt alles verkauft habe. Ne, jetzt macht Stoß. Nachdem ich ja jetzt alles verkauft habe, was ich so besitze. Ne, das ist die Leiche. Ja, kann ich mal ein paar Sachen wieder mitnehmen. Steht hier irgendwie ein Gegner? Nein. Kommt es mir so vor, dass es hier dunkler als in den anderen. Also irgendwie fehlt mir hier ein bisschen Licht drin. Und es ist ruhiger hier als in den anderen.
Ich weiß nicht, ob mir das gefallen soll. Ich meine, wir hatten den einen Kerl unten, der bewacht hat. Und das war's bis jetzt. Das ist eine Drohne. So. Ich denke, bevor ich jetzt hier irgendwas hacke oder sonst was mache, schnappe ich mir jetzt gleich mal eben die Gegner oben noch, damit ich wieder out of combat komme. Weil das ist schon immer ein bisschen störend, wenn man dann die ganze Zeit hier in Combat ist. Und zum einen die Musik ist halt, naja, es ist halt ganz cool. Aber ich nenne sie jetzt einfach mal so ein bisschen Nerven aufreiben, weil sie ist halt, ja, sie ist nicht so schön ruhig. Hinten ist noch irgendwas. Aua. Okay, dann mal eben heilen. Ich muss mal wieder Fleisch braten. Und dann schalten wir den Konverter aus. Ich frage mich ja, ob da drunter jetzt auch die Temperatur steigt oder ob das tatsächlich einfach die Umgebung ist. Weil als ich da Richtung diesem Strahl gegangen bin, den wir jetzt ausgeschaltet haben, kam ich ja nicht die Nachricht, aber dann habe ich ja angefangen zu frieren. Haben wir hier noch irgendwie was? Ein Machtstoß. Das war es auch. So, unten nochmal eben looten gehen. Beziehungsweise erstmal müssen wir die Tür hacken. Hier ist... Okay, interessant. 7, 9, 4, 5. Das war nichts. Moment. Achso. Ha, ich sollte vielleicht hacken drücken. 7, 9... 2, 3. Okay, die sind alle dabei. Dann haben wir hier 3, 7, 2, 9. Geht doch. Okay. Ich warte hier. War hier noch was? Nein. Okay, ich habe keine Ahnung leider, was ich gerade aufgehoben habe. Ich habe irgendwas aufgehoben. Was mir, ich glaube, XP sogar gebracht hat. Mein Problem ist halt, dass ich hier die ganzen Sachen nie lese. Zettel, Zettel, Zettel werden das nicht sein. Foto, Bilder. Diebesmission. Nee. Das hier wird das auch alles nicht sein. Das auch nicht. Okay, ich habe leider keine Ahnung, was ich aufgehoben habe. Ne, ich habe keine Ahnung. Schade. Hat sich hier irgendwo was vielleicht ergeben? Nope. Nope, 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 nope. Okay, also es hat sich auch nichts für eine andere Quest ergeben. Okay. Komm, dann esse ich jetzt hier mal das restliche Fleisch. Hier noch wer auf mich schießt jetzt wieder? Nein. Ausnahmsweise nicht. Angeblich scheint es hier zu regnen. Ich sehe den Regen nicht. Aber angeblich muss es das hier tun. Dem Ton nach. Hier wieder nicht mehr. Interessant. Okay, was haben wir hier alles liegen? Plasmaraketen. Jede Menge... Reines Elex. Nein, ich wollte nicht mit dir reden.
Okay. Das hat sich nur so halb gelohnt hier oben. So. Eigentlich muss ich dann jetzt hier oben weitermachen. Holy shit, ey. Das könnte abenteuerlich werden, da reinzukommen. Das hier, glaube ich, ist der Eispalast. Ich könnte hier rumgehen, aber ich denke, hier den Vordereingang wird fast das Sinnvollste sein. Boah, will ich das jetzt echt machen, da hinzugehen? Aber eine andere Aufgabe habe ich nicht. Ja, von daher bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig. Ich meine, ich könnte jetzt... Theoretisch könnte ich ja die ganzen Quests... Moment. In der Theorie könnte ich die ganzen Quests in... Na? Gehe ich hier richtig? Ja, hier gehe ich richtig. Oh. Bei den Berserkern die ganzen... Ne, nicht bei den Berserkern. Bei den, Klerikern. Bei den Klerikern habe ich ja noch nichts gemacht. Nein, nein, nein. Oh, jetzt fliegt er zurück und schießt. Heilen. Die Dinger hier halten leider relativ viel aus. Ja, geht's. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da haben wir irgendwas hinterhergespuckt, glaube ich, gerade. Oh, dringend Tränke. Gut, Alter. Oh. Holy shit. Ich brauch Zeug zum Heilen. Und zwar eigentlich relativ dringend. Okay, jetzt wird's lustig. Ja, wenn du mal nicht die ganze Zeit sterben würdest, könnte es eventuell lustig werden. Aber gut. So, ich habe mächtige Heiltränke. Die mächtigen Heiltränke will ich jetzt aber nicht out of combat benutzen. Ich habe rohes Fleisch, aber auch gar nicht mal so viel. Wie sieht's mit Pflanzen? Aber Pflanzen will ich nicht benutzen. Was habe ich denn? Komm, hier, Brause. Die scheint auch ganz, ja, ganz gut zu heilen, ist relativ. So richtig gut heilt ihn nicht. Ist erstmal besser als nichts zu haben. Oh fuck, das ist doch wieder einer von diesen Heftigen, oder? Ja, ist es. Nein! Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Greift er jetzt sie an? Nein, bitte nicht. Okay. Moment.
Oh Gott, er hat mich getroffen. Ich dachte, er hätte vorbei. Oh. Nein. Auch zumindest ein bisschen Leben. Die Dinger haben es ganz schön in sich. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das Geräusch soll, was ich hier gerade habe. Ach nein, er fliegt zurück, um zu schießen. Wir müssen zurück. Wir machen das hier beim nächsten Mal. Ich habe hier jetzt ein bisschen aufgeräumt, das ist okay. Ich gehe jetzt mal gerade schauen, dass ich noch ein bisschen Alchemie betreibe. Noch ein paar Tränke hier herstelle. So, wir müssen Alchemie machen. Wir brauchen Heiltränke. Je größer, desto besser. Ja, kein großes Heilkraut. Super. Okay, wie sieht's mit normalen Heiltränken aus? Ja, zumindest ein paar. Okay. Gibt's dafür zwei Rezepte? Nein. Moment, ich brauche hier... Hä? Ich brauche für den normalen Heiltrank... Ach, zwei kleine Heiltränke ergeben einen großen Heiltrank, okay. Kleiner Heiltrank? Wo haben wir denn den kleinen? Da haben wir den kleinen Heiltrank. Ja, komm. Können wir das machen? Dann können wir hier noch zwei normale Heiltränke machen. Und dann könnte ich tatsächlich... Ja, komm, machen wir das so. Könnte ich auch mächtige Heiltränke? Ja, das ist aber auch nicht so toll. Die mächtigen benutze ich ja eh kaum. Wobei, die beiden kann ich machen, das lohnt sich. Da habe ich Schnaps und mächtige Heilpflanzen für. Das kann ich machen. Vor allem, die heilen halt vollständig. Das ist schon nicht schlecht, das zu haben. Was habe ich hier sonst eigentlich noch so? Ich glaube nichts mehr. Kann ich hier eigentlich irgendwie was mitmachen? Ne, habe ich schon. Ah ja, stimmt, da hatte ich die Steine schon eingesetzt. Stimmt, dann wollte ich nur mal gucken, ob ich hier irgendwie noch Steine einsetzen kann. Bonusschaden der Gefährten, Bonuserfahrung von Monstern, mehr Resistenzen, mehr Schaden wollte ich da reinsetzen. Kann ich im Moment. Warum auch immer es hier gerade beim Craften ruckelt, ey. Resistenz der Gegner. Grün war Bonuserfahrung und weiß war Bonusschaden der Gefährten. Ja, nee, das lohnt sich irgendwie alles nicht so richtig. Dann. Ja, kann ich höchstens hier noch Gefährten schaden. Weil Bonuserfahrung brauche ich nicht. Resistenzen. Auch nicht, weil ich nichts benutze. Das wäre eigentlich ganz geil, aber das habe ich nicht. Ja komm, dann setzen wir den dann noch rein. Okay. So, dann habe ich zumindest, wenn ich dann die Erfahrung für meine Axt habe, habe ich das zumindest schon mal. Munition kann ich nichts machen. So, wo seid ihr nur rum? Wie sah es hier leveltechnisch aus? Ich bin kurz vom nächsten Level. Das heißt, dann würde nur noch eins fehlen, damit ich die neue Waffe benutzen kann. Hatte die neue Waffe jetzt eigentlich plus 10, oder? Ja, plus 10 Schaden hat die neue. Es ist immer noch über 10%. Also, weil, ich meine, 72 und davon 10 mehr, das sind über 10% mehr Schaden. Also das ist schon okay. Aber im Großen und Ganzen, ja, wäre halt was anderes noch cooler. Was ich nochmal eben gucken will, ist, hatte er unten eigentlich auch... Nee. Oh Gott, warte mal, Rüstungsschild. Wir müssten echt doch ein Schild auch noch haben, oder? Zeig mir, was du mir. Okay. Hast du Rüstung? Das
Hier sind die ganzen Sachen, die ich ihm verkauft habe. Das hat halt dieselbe Verteilung. Wie viel bekomme ich für mein Schild? 100. Weil ich überlege gerade, ob ich aus Stylegründen das Kriegsschild nehme. Das hat halt exakt dieselbe Verteilung. Ich hätte keinerlei Vorteil davon. Aber es würde halt einfach eher zu mir passen, so gesehen. Aber ja, ich denke, ich werde das lassen. Gerade weil ich ja eigentlich hier noch so einen Kram hier brauche. Und da fehlt mir ja noch ordentlich Elixit für. Und ich überlege, das hier, da tue ich mich schwer mit, das zu verkaufen. Hab wieder ein paar Granaten. Oh, ich hab wieder ein paar Granaten. Das hier bringt 500 nochmal, aber da komme ich halt auch nicht weit mit. Und das Zeug hier, eigentlich, ich benutze sie nicht. Ich benutze sie nicht. Ich überlege, das hier sind nochmal 600. Das hier sind nochmal 400. Das sind nochmal 800. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Vielleicht würde es auch lohnen, sie einzusetzen, aber... Ja. Egal. Gerne mal dazu eure Kommentare, was ich irgendwie... Ob es sich lohnt, die ganzen Sachen zu verkaufen, weil eigentlich benutze ich sie nicht. Vielleicht sagt ihr aber ja, es wäre sinnvoll, sie zu benutzen. Macht das mal. Und ansonsten gerne auch noch Vorschläge, wenn ich was anderes machen soll, außer eben die beiden Konverter hier oben. Wobei mir das Schild schon relativ schwer vorkommt, weil ich glaube, hier sind wir echt kurz vorm Eispalast. Aber, wie gesagt, die anderen Quests hier kann ich noch nicht machen. Also mir fehlt ja hier noch irgendwie, hier soll ich weiterhin Geduld haben. Irgendwann wird man schon zu mir kommen und das hier ist ja sowieso, ja, ich glaube so die Endquest mehr oder weniger. Von daher... Ja, lassen wir uns mal überraschen, beziehungsweise gerne eure Tipps dazu, was ich angehen sollte. Und ja, dann würde ich mich sehr über einen Daumen freuen und wir sehen uns hoffentlich nächstes Mal wieder. Bis dahin, haut rein.